Teilweise machen sie sich ein bisschen lächerlich, weil sie so sehr zögerlich sind und ihre Partner so ein bisschen verprellen. Das sind ja sehr schwierige Entscheidungen, das darf man halt nie vergessen. Das ist super schwer, das alles gut abzuwägen. Aber ich denke, so insgesamt ist das ganz gut. Aber man sollte sich dennoch mehr auf Friedensgespräche konzentrieren. Aber vielleicht ist es, man sollte auch ein Zeichen auf jeden Fall gegenüber Russland setzen, dass es nicht in Ordnung ist, wie sie gehandelt haben. Diplomatie, ja, okay. Aber wenn irgendjemand, wenn nur einer Diplomatie macht und der andere spielt nicht mit oder tut nur so und passiert nichts, dann bringt es nichts. Überall nur Pannen, überall, alles funktioniert nicht. Keine Ahnung, ich glaube, wir wären mit jeglicher Konfrontation völlig überfordert. Es ist halt immer so ein bisschen die Angst mit dabei, die, wo man weiß, dass wir halt schlecht ausgerüstet sind und falls es zu dem unwahrscheinlichen Fall kommt, echt schlecht vorbereitet wären.